Oh. Hab ich nicht gesehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Ja. Wie gesagt, wir... Oh, dynamische Schatten. Wir sind hier wieder am Flugplatz. Wir werden jetzt hier hoch zum Bunker fahren und dann gucken wir mal, ob wir endlich da hochkommen. Ja, let's go. Moped ist getankt und Abfahrt bereit. Gucken, was uns erwarten wird. Unsere Reise. Richtig? Natürlich nicht. Falsch. Oh, muss er richtig fahren. Wir müssen da lang. Aber ich bin ja querfeld einfach rein. Oder auch nicht. Entschuldigung. Dann können wir eigentlich kein Auto klauen. Weil das die Grand Theft Auto ist. Ja, okay. Stimmt nicht, das ist eine Lüge, hab ich schon gesammelt. Dann war es bestimmt auch vorhin. Die Waffe. Oh. Ich geb mich mal kurz hin. Schlagen. Sehr gut. Die hätten auch noch zu viel zu tun. Sehr gut. Noch irgendwo jemand? Nö. Gut. Dann, Evil Knievel, let's go. Okay. Irgendwas läuft doch davor. Nö. Ah, der ist verpackt. Wir haben doch eben noch jemanden abgeschossen hier. Achso, läuft in der Richtung. Mhm. Ich glaube, wir laufen mal hier hoch. Moped ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ich glaube, das überleben wir nicht. Die Fische für eine Feier ab. Wow. Was ist da unten? Ja, natürlich ist es da unten. Da, wo der Dicke rumrennt. Aber sieht mich. Irgendwas hat mich gesehen. Was bist du, der mich gesehen hat? Du kommst straight auf mich zugefahren. Ich nehme an, dass du mich gesehen hast. Okay, ich bin weg. Tschüss. Unangenehm. Aber wenn wir Glück haben, sieht der andere Dicke den anderen Dicken da. Und dann spielen die miteinander. Ein bisschen. Doch nicht.
Aber da wäre das... Du kommst nicht hier runter, oder? Nein. Da wäre da... Ich bin in den Kampf eingetreten, warum? Wo und was? Ist wirklich der Dicke da gekommen gerade? Ach Gott. Wir haben ja ein paar, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir keine hätten. Mal draufschießen. Wenn er schon entgegenkommt, ist was geschossen. Bist du weiß? Hi! Hab ich geholfen, ihr Arschlöcher? Ich würde mir wenigstens Danke sagen. Wir sind Wichser. Weg, will ich mit dir kuscheln. Wir kennen uns nicht. Du hast mir keinen Wein in den Bus gegeben. Ah, shit, Junge. Arschloch. Oh, ich rutsch. Das bringt ja auch nichts. Ja, ja, ich warte noch auf dies. Okay. Dass du mich nicht gesehen hast. Nein. Versuchen wir hier hochzukommen. Ja, sehr gut. Ohne Hängebrücke, cool. Und hinlegen, ohne hinlegen, habe ich gesagt. Dankeschön. Da bist du. Dankeschön. Hab dich nämlich nicht gesehen. Ach. Unfaires Spielmittel hier. Da will ich nicht runterfallen. Ich hab doch gar nichts Böses getan. Doofen Hupen. Hört mal nach, mein Guter. Dann legen wir uns mal kurz hier hin. Da oben. Bin ich rum. Hast mich nicht gesehen. Geck. Hier ist nix. Mm-mm. Bin ich rum. Dreh dich rum, hab ich gesagt. Oh, da hinten ist einer. Hinter dir. Schnell, dreh dich rum. Schnell! Der läuft weg! Ich hab's dir gesagt? Hinter dir ist einer. Glaub mir doch. Ich bin vertrauenswürdig. Wirklich. Ach, ich hab mich doch im Arsch. Zu dir. Gut, bin ich. Aua. Sehr unfreundlich.
Mir dann schon wieder mal noch Erinnerung. Nein, 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 nein. Oh. Hab ich noch nicht gesehen. Sind jetzt alle runtergeputzt? Ja, die putzen wir runter. Okay. Was ist denn los? Schießen die auf mich, du Affe. Wo ist denn jetzt hingefallen hier? Ich will meinen Loot haben. Ich will meinen Loot haben, habe ich gesagt. Du Arsch, du brauchst nicht auf mich schießen. Hab mir das verdient. Bin schon weg. Bin schon weg. Mach mal kurz das Licht aus. Wer sieht mich denn hier noch? Wer glaubt mich denn zu sehen, du da? Hast du richtig gesehen? Du hast mich gesehen. Du hast mich aber nicht gefunden. Genauso wenig wie du. Weil ich Sam Fischer bin. Sam Weißfischer. Oder war das Ganschi? Ach, keine Ahnung. Irgend sowas halt. Ich wieder hoch auf die Brücke, da ist bestimmt irgendwas. Aber wir wollten doch da drüben zu dem Bunker. Ja, gleich. Das macht doch mal einen gechillten. Hier ist da bestimmt irgendwas Schönes. War noch nicht so eine schöne Hängebrücke und dann ist da nichts. Was hab ich dir gesagt? Hier ist was Schönes. Glaub mir doch mal. Das bauen wir auf. Wenn wir das können. B-Brücken. Da steht B. Aber ich hab doch jetzt... Das zählt bei mir nicht. Oh. Bleib schon da drüben. Das haben wir doch aufgebaut hier. Ja. Nee, hä? Das zählt nicht. Aber doch, Schnellreise. Oh. Zählt aber nicht. Cool. Also funktioniert das bei mir nicht. Dann brauche ich die Mission auch nicht mehr machen. Das ist ja scheiße. Ach man, ey. Das nervt mich ein bisschen. Wo ist er hin? Der Fliegetiecher. Was? Gut, dann gehen wir darüber. Oh, ich meine, ich glaube gehalten. Für die Fliege, die kommt gleich wieder. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal. Gut. Ist nicht da. Nix. Ja, den erkunden wir jetzt. Runter.
So, weg. Scheint so. Brauchen aber Holz auf jeden Fall für unsere Klamotten zum Upgraden. Müssen wir auch langsam mal upgraden ein bisschen. Sehr gut. Das haben wir so gestürzt. Das ist nochmal ein Bäumchen. Ach ne, die haben einen Lagerfeuer gemacht, okay. Liegen hier welche? Nein. Okay, dann gehen wir da rein. Dann gehen wir mal in Bunker, ja. Sammelt Gegenstände. Ah ja, klar. Ach, wie muss das lustig sein, wenn man hier ist ganz allein. Der dunklen Nacht. Hallo. Entschuldigung. Ich höre auch schon auf. Bin ja auch nicht mehr allein. Cool. Wir nehmen mal die Pistole dabei. Das würde ich nämlich nicht rumkraufen und klauen. Also die Standard. Mehr böse. Radio. Hier gibt es auf jeden Fall einen Ausgang. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach nee. Danke. Scan. Ich bin's, der Erwin. Kennt doch das Passwort. Sozusagen zu Füßen. Ah, sehr schön. Na, wer kommt? 3, 2, 1. Ah, gut. Ich müsste das mal drin lassen. Das nervt ein bisschen. Dankeschön. Das freut mich, wenn die kooperiert. Ist das Wort? Kooperiert. Irgendwas mit Schiffsfahrt habe ich gelesen. Ich glaube nicht, dass das da schon ist. Aus. Pfui. Böses Mäuschen. Ja. Hallo. Wo geht's jetzt sein? Ach, nach draußen. Nee, da will ich nicht hin, das ist kalt. Ist so schön muffige Luft drinne. Das mag ich. Wie zu Hause. So, da wollen wir mal einen Strom anmachen. Ey, du geiler Strom, komm hier. Ich mag deine Spannung, die hat so schön geblitzelt in meinem Bauchnabel, Geht. Das steht in der vollen Erfüllung. Eiern war das Wort. Eiern.
mach es mal Heli. Und dann. Ja, wo steht sie? Und die scheiß Gasmaske. Ach, ist ja bell. Ja. Entschuldigung. Oh, geil. Ja. Das sieht gut aus. Perfekt. Ich nicht vor wie so ein Massenmörder. Auch und du auch. So vorhersehbar ist das Wort. Tschüss. Ich muss mal kurz heilen. Guten Tag, Beaufsicht. Fick dich, Cortana. Echt, die geht mir so auf den Sack, die Scheiße, Alter. Ich kann sie nicht mehr abschalten, es geht nicht. Schon dreimal abgeschaltet und geht's nur so an. Erstmal lebend hier rauskommen, bevor ich irgendwelche Nachrichten lesen kann. Ist die Nachricht? Wir haben dir eine Nachricht hinterlassen. Die ist total interessant. Interessant. Anmerkung des Ingenieurs. Jetzt wirst du es. Kompressor. Ist kaputt, müssen wir machen in der andere. Oben. Da wo nichts stinkt. Wo keiner hat Glas in Furz. Kein Strom können wir nicht rein. Voll. Generator ist an der Stelle. Okay. Wir laden nach. Und gehen dann darüber. Der ist schon leer. Ja. Kein Strom. Ja, ist okay. Die Türen gehen auf ohne Strom. Mhm. Ja, haben wir doch Strom. Geil. Jetzt geht's richtig ab, Junge. Jetzt können wir richtig loslegen. Okay. Irgendwo da hinten.
Stopp, der PC ist. Hallo? Ich hätte mal eine Frage. Haben Sie zufällig Raumspray? Einer Ihrer Kollegen? Einer Ihrer Kollegen hat da unten ein Ei gelegt und hat mich gespült. Das riecht ganz schön. Nein, keiner da. Schade. Piu. Vielleicht liegt einer im Bett. Hallo. In die falsche Richtung der Nasen. So, mal gucken, was uns hier dahinter erwartet. Hallo. Verlustige Rubis. Eine Weltkarte, geil. Ist ja irgendwas Gutes. Nein. Nur eine Weltkarte. Sorgen. Komm in, Sorgen. Listen, this is Captain Lindquist at F23. We are completely grounded over here. Only a single squadron of Roken was able to take off before we lost control of the runway, and we have since lost contact with them. The enemy is... I have never seen anything like it. It's robots. Why the hell did we not know about this from USL? We have retreated to the weapon storage in the underground hangar to retrieve anti-armor weaponry. If we cannot retake the airfield, then we will sabotage it to prevent the enemy from using it as a bridgehead. Power is acting up and we don't know how much time we have. Send assistance if you can, but we won't wait for you. Lindquist out. Die Heimwehr im Ackerland hat beobachtet, wie Maschinen an einem unbekannten Ort in der Nähe des Gehöfts Tjörfalet beim Dorf Bo ein- und ausgingen. Ihrem Bericht zufolge nutzten die Maschinen den Ort als Nachschubslager. Wenn Gegner sich dort tatsächlich Nachschub besorgen, wäre es vermutlich sinnvoll, die Position zu sichern. Es gibt einen Flugplatz, den das Militär für Materiallieferungen nutzt. Vielleicht haben sich Soldaten dorthin geflüchtet oder wenigstens Material zurückgelassen. Komm her. Hallo? Okay. Nachtanken da. Nebenmission dort. Und da, ach, da. Den Flug. Müssen wir jetzt wieder darunter latschen. Sehr gut. Das macht ja Sinn. Egal. Okay, also. Wir sind jetzt hier. Würde ich sagen, wir gehen nach Bo. Und von Bo nach da. Nach da. Und dann nach da. Und dann gehen wir ganz unten. Nee. Oder fahren. Aber ich habe auf die Uhr geguckt. Die Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gunrock. Bye, bye.